Meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wie ihr seht, ich sitze hier vor meinem Schminktisch und ich wollte euch mal zeigen, wie ich das so aufgebaut habe. Hier ist nicht so viel Platz, aber ich komme noch damit gut zurecht. Ich würde sagen, los geht's. Wenn man in die Tür reinkommt, stehen dann meine zwei Spiegel, die reichen mir bisher noch aus. Geht's weiter zu diesem IKEA-Regal. Da oben drauf habe ich ein bisschen Deko stehen. Das habe ich selber gemacht. Das ist auch selber gemacht im Urlaub. Finde ich richtig schön und selber gemachtes. Und ja, mit ganz viel Liebe. Hier auf diesem Teller liegen dann Sachen drauf, wo ich so täglich brauche. Meinen Schmuck lege ich hier immer ab. Hier liegen jetzt gerade zwei Ringe. Haargummis, die ich auch täglich brauche. Eine Bürste und eine Feuchtigkeitscreme von Baby Young Care. Gehen wir eine Stufe runter. Hier drin habe ich dann so Haargummis, so Sachen, wo ich einfach für Frisuren brauche. Gliss-Kur von Schwarzkopf, mein Gatobi Hitzeschutzspray, von Balea ein Volumenpuder und dann steht hier noch ein Handspiegel. Gehen wir weiter. Da habe ich jetzt meine W7, sage ich jetzt mal, Paletten liegen. Drei Stück in The Buff, in The Nude und noch eine. Hier drin sind dann so kleinere Lidschattenpaletten und zwar von Chibo habe ich mal gekauft. Eine Smoky Eye Palette von Maybelline. Was ich sehr häufig benutzt habe, ist von Manhattan diese Lidschattenpalette. Vor allem diese Farbe, weil die hat mir so sehr gefallen. Das, was ich da noch drin habe, ist von Essence All About Sunrise. Das ist mir mal runtergefallen und total zerbröselt. Voll schade irgendwie. Abschminktücher, die ich täglich benutze. Das ist eine Pinkbox. Da habe ich jetzt einen Nagellackentferner und mein Garnier Micellenwasser. Eine Stufe weiter habe ich jetzt so zwei blaue Boxen. Die passen nicht ganz dazu. Da will ich mir noch in einer anderen Farbe holen, zwei Stück, und die dann ersetzen. Aber die hatte ich noch übrig und dann habe ich es einfach mal reingestellt. Aber das wird noch geändert. Ich hole die jetzt einmal raus. Und dann sieht man hier meine ganzen Geräte. So wie, da habe ich ein Babyliss Pro Welleneisen, womit ich auch heute meine Frisur gemacht habe. Als nächstes mein Babyliss Heißluftföhn. Dann mein Föhn. Und mein Babyliss Curler. Ja, mein Glätteisen dann noch. Und dann noch eine Rundbürste. In der nächsten Kiste ist dann einfach, das will ich gar nicht zeigen, ist einfach Krimskramsch. Etwas für die Kamera. Eine Tasche von DM, die ich so manchmal mitnehme. Und dann so Wattepads haben hier Platz gefunden. Dann habe ich hier meine Tasche und einen kleinen Mülleimer. Und dann kommen wir schon zum Schminktisch. Da habe ich einen Hocker, der ist von Amazon, genauso wie der Tisch. Den kann ich euch gerne verlinken in der Infobox. Der hat eine Schublade. Machen wir mal auf. Da habe ich einfach so Lippenprodukte, ein Lipgloss von Essence, dann ein Labello. Dann habe ich hier noch einen vollen Manhattan Concealer. Den werde ich jetzt verbrauchen. Und dann werde ich mir nur noch den von Catrice holen, weil der mir sehr, sehr arg gefällt. Da habe ich dann so ein Schminkband für die Haare zum Hintermachen. Wenn ich mich schminke, mache ich mir dann immer drauf. Da habe ich meine falschen Wimpern. Die sind von Essence. Ja, sind so einzelne. Und die mache ich mir auch nicht so häufig dran. Dann noch so Applikator sind da drin. Die benutze ich auch gar nicht. Die muss ich mal aussortieren. Ein Highlighter von P2. Mit dem bin ich gar nicht zufrieden. Dann habe ich hier noch zwei Foundation. Ja, die muss ich leer machen. Mit denen bin ich auch gar nicht zufrieden. Aber ich finde es schade, die wegzuschmeißen. Ich habe die gekauft zum Ausprobieren. Und die gefallen mir gar nicht. Das sind beide von Catrice. Da ist ein Blush drin. Zwei Stück. Mein Slick Contour Kit.
von Essence All About Matt Kompaktpuder, einen Kompaktpuder von P2, eine Nivea Creme, einen Bronzer von Maybelline und das ist ein Spiegel. Und hier habe ich dann so Make-up Sponge, so dreieckige. Dann, das mag ich auch gar nicht, muss ich mal irgendwie auch aussortieren. Lidschatten von Catrice noch und von Essence auch so ein weißer Lidschatten, der mir auch runtergefallen ist. Wie tollpatschig ich auch immer bin. Das ist die Farbe 01 Snowflake. Und mehr ist dann auch hier nicht drin. Wir kommen dann zum oberen Bereich. Hey! Da habe ich jetzt meinen ganzen Pinsel für die Augen. Die meisten Pinsel habe ich bei Amazon bestellt. Kann ich euch auch verlinken. Die zum Beispiel. Den mag ich sehr. Der ist schön fluffig. Dann von Evelyn diese Box für die Wattestäbchen, was ich auch in meinem ersten Video gezeigt habe, vom DM Haul. Mein L'Oreal Perfect Match Foundation. Hier sind halt immer so Sachen, was ich so täglich benutze. Hier sind Augenbrauenstifte, dann für die Haare zum Festmachen. Wenn ich meine Haare glätte, dann mache ich mir die Haare hoch und stecke sie dann hier fest. Hier noch so Pinzetten, einmal von Evelyn und einmal No Name. Primer von Catrice. Catrice Camouflage habe ich hier. Das benutze ich ganz gerne eigentlich. Manchmal auch zum Konturieren, manchmal auch zum Foundation mischen, wenn es mir zu hell ist, die Foundation. Was in einer Pinkbox noch drin war, ist dieses Essence Volumen Mascara und die finde ich so gut. Die gefällt mir richtig doll. Ich habe ja immer die Maybelline gehabt und jetzt ersetze ich die und werde mir nur noch die von Essence kaufen. Die ist neu und gefällt mir sehr. Dann habe ich hier von Balea so einen Augenroll-On. Da habe ich hier meine ganzen Make-up-Schwämme. Die kleinen, mit denen bin ich nicht so zufrieden. Dann noch ein Spitzer. Und ein Pinsel. Hier habe ich dann meine ganzen Pinsel. Ja, Rougepinsel. Dann halt die größeren Pinsel. Und das Ganze sieht dann im Gesamtbild so aus. Den Schminktisch, wie gesagt, habe ich bei Amazon gekauft. Und den Hocker auch. Das verlinke ich euch alles in der Infobox. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne ein Feedback. Und ob euch auch mein Schminktisch gefällt. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Tschüss!